Come on, the exit is this way. Okay, ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, ich habe nichts dabei. Aber er hat eine Waffe, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, lauf, Alter, ich gehe bestimmt nicht vor. Oh, shit. Im Büro? Die Frage ist, wo ist das Büro? Und... Oh! Hilfe! Was ist denn jetzt los? Hier bin ich doch hergekommen, oder? Oh, Mann. Behind the station. We'll meet you there. Clear a path in the lobby and break down the barricade. I'll cover you. Okay? All right. Ready? Nein, Alter, ich bin nicht ready, auch wenn ich jetzt ein Schrotgewehr habe. Ich bin ganz und gar nicht ready. Da ist ein Fernseher. Können wir erstmal ein bisschen Fernsehen gucken? So. Ich habe, ja, Schrotgewehr, 4 Schuss, 9 in der Pistole, 18 in der Pistole, meine ich. Ja. Da ist eine Karte. Sehr schön. So, da sind wir. Da oben ist zu. Ich gehe jetzt einfach mal... Oh Gott. Er steht hier, aber wir könnten... Oh oh. Das sind übrigens die einzigen Gegner, von denen ich noch die Namen weiß. Normalerweise weiß ich die ja bei Silent Hill. Die heißen Siam, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber ich glaube schon. So, heißt jetzt, wir sind auf uns allein gestellt. Geil, finde ich wieder ganz toll. Vor allem, wenn hier jetzt so viele neue Gegner rumrennen. Was war das? Oh Gott, was seid ihr denn? Oh, fuck. Oh, 2. Ich weiß nicht, ob... Ja, ich versuch's erstmal jetzt gerade mit der Axt, weil ich nicht so viel Zeit habe, hier eine andere Waffe auszurüsten. Ja, aber wenn man ausweicht, wenn man das schafft, dann geht's hier einigermaßen. Sehr schön. Aua. Aua. Alex, weich bitte aus. Ist der tot? Okay, der ist tot. Ich glaube, ich nehme das Messer, weil ich damit einfach um einiges schneller bin. Ich habe 2 Gesundheitsdrinks. Ich nehme einen. Mistvieh, komm her. Weil ich jetzt ungern hier wirklich die Muni verschwenden will. Alter, die sind aber auch krass, ne? Das mit dem Ausweichen ist teilweise so hart. Na los. Das war's mit den Gesundheitsdrinks. Alter, der haut aber auch rein, ne? Nein! Nein, lass mich los! Alter! Oh, 2, 2, 2, 2, 2. Ich drücke die 2 so schnell ich kann, Alter. Was zur Hölle? Fällt mir wieder ein, warum ich Homecoming nicht so gerne mag. Weil die Gegner einen oftmals echt mit einem, ja, mit einem Angriff töten können. Und das ist oberätzend. So, 4 Schuss dafür. Der ist weg. Oh, der ist nicht weg. Alter, ihr seid solche Mistviecher, ne? Welche Waffe nehme ich jetzt? Steht.
Oh Gott, hier kommen noch mehr. Hilfe. Hilfe. Ich renn einfach mal. Wo bin ich eigentlich? Ich bin da und laufe wahrscheinlich in mein Verderben. Dadurch, dadurch, Alex, hier. Durch, schnell. Oh mein Gott, hier ist was drin. Munition, Schrotgewehr, sehr schön. Ich will gar nicht sehen, was hier ist. Ah, zwei. Fuck, fuck. Moment, das müssen wir schlauer lösen. Können wir uns hier hinter irgendwie... Komm schon, Alex. Oh, wow. Oh, wow. So, wir sind da durchgekommen. Hier können wir mit der Axt arbeiten. So, als nächstes nehmen wir... Boah, wir haben... Ich nehme das Messer. Was sagt die Karte? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ist mal wieder nicht auf der Karte verzeichnet. Aber ich hoffe, hier geht's raus. Boah! Dich habe ich nicht gesehen. Oder zu spät gesehen. Oh, fünf Schuss. Ist hier noch einer? Es hört sich nämlich so an. Nein, hier ist keiner mehr. Die machen mich echt fertig, die Viecher. Die finde ich gar nicht so cool. Ziehen. Oh, ich habe das große Tor geöffnet. Wahrscheinlich war das jetzt nur eine mittelgute Idee. Hier kommt ja keiner rein, ne? Ich wollte mich hier nämlich sehr gerne noch ein bisschen umgucken. Oh, da brauchen wir einen Zahlencode. Gut. Alter, wenn hier jetzt was reinkommt, ne? Dann gehe ich kaputt. Hier vorne, da lag doch was. Es ist ein zusammengeknüllter Zettel, der Originaltext ist total verblichen. Darunter ist eine handschriftliche Notiz. Nur die Zeit wird zeigen, wer den Willen hat zu überleben. Nur die Zeit wird zeigen. Okay, irgendein Hinweis auf... Zahlenkombinationen. Weil da sieht es nämlich so aus. Kommen wir da schon nach draußen? Ich weiß es nicht. Nur die Zeit wird zeigen. Also, wir sind wo auch immer. Wahrscheinlich halt weiter rechts auf der Karte. Soll ich nochmal zurückgehen und alles untersuchen? Nur die Zeit wird zeigen. Weil ich... Ach, nur die Zeit wird zeigen. Natürlich, daneben ist doch direkt eine Uhr. So, was muss ich da jetzt wohl einstellen? Mal eben gucken, wie viele... Erstmal gucken, wie viele Zahlen hinpassen. 3, 4, 5. Okay, 5 passen. 2 Uhr. 2 Uhr 5, oder? Nein. Erstmal alles wegmachen. 0, 2, 0, 5. Nee. Es ist 2 Uhr. Also, auf jeden Fall 2. 2:10. Es könnte aber auch 0:20. 0:20. Machen wir mal 6. Nee. 0:02:07. Ich hoffe, ich bin mit meiner 0 überhaupt richtig, aber...
Boah, ich würde ja super gerne wissen, was da drin ist. Ich denke mir, da ist echt viel Muni drin. Weil nur die Zeit wird zeigen, wer überlebt. Sagt er denn irgendwas zu der Uhr, wenn ich die näher angucke? Nein, sagt er nicht. Also 14 Uhr kann es ja nicht sein. Es muss ja 2.05 Uhr, 2.06 Uhr, 2.07 Uhr. 2.08 Uhr ist, glaube ich, zu weit. Ich habe echt mal wieder keinen Plan. Also, es kann. Es ist ja eigentlich 2 Uhr. Ach, Moment. Nee, kann ja auch nicht sein. Das wird ein 4- oder 5-stelliger Code sein. Null zwei, also 2:08 Uhr. Nee. Das ist wahrscheinlich total simpel, ne? Nee, mit 2 wird es nicht anfangen. 2 Uhr, obwohl. 2:05 Uhr. Ah, vielleicht auch 2:06 Uhr, weil hier ja sowieso immer alles 2:06 Uhr ist. Im Gucken. Ja! Hey, ey, darauf hätte ich eher kommen können. Hätte ich wirklich. Wir haben einen Gesundheitsdrink. Einmal Schrotgewehrmuni, Pistolenmuni. Sehr schön. Ach Mann, die 2:06 Uhr. Darauf hätte man wirklich eher kommen können. War da noch irgendwas? Nein. Jetzt geht's wieder raus. Nee, oder? Scheiße. 3 Gesundheitsdrinks habe ich. Oh Mann. Ich glaube, der ist super schnell, ne? Ich habe hier ja kaum... Oh, fuck. Ich habe hier ja kaum mal die Gelegenheit. Kann ich nicht mal irgendwie hier... Hallo, bitte? Aufstehen? Die sehen ja schon geil aus, die Viecher. Kann ich nicht im Inventar mal bitte nachladen? Ist es nicht möglich? Auch Alex, Alex, wenn du dich jetzt hier von dem Mistvieh töten lässt, ne? Gesundheitsdrink. Kann ich nicht im Inventar nachladen irgendwie? Ja, okay, Pistole will ich jetzt nicht. Ich möchte die. Jetzt mach hinne! Oh, ich komme nicht zum Nachladen. Jetzt. Wow, 3 Schuss. Nothing we can do about it.
sister. I didn't know. She vanished when all this started. Your mom told me things had changed. I guess I didn't realize. We're gonna find her, okay? This is all connected. And when we find Josh, we're gonna find her too. Also ihre Schwester ist verschwunden, sein Bruder ist verschwunden. Und wie es aussieht, ist auch der nächste Speicherpunkt verschwunden. Karte habe ich natürlich nicht, war ja zu erwarten. Alex, there's a valve by that gate. Maybe it opens the gate. Ja, das kann schon sein, meine Liebe, aber trotzdem würde ich mich hier gerne mal bisschen umgucken. Hier geht's... Ah, doch, hier geht's weiter. Ich weiß, ihr seht gerade sehr wenig. Deshalb mache ich mal die Taschenlampe an. Hier ist rein gar nichts. Okay. Hier ist ein Rohr. Hier ist auch ein Rohr. Ein Rohr. Sie guckt so ängstlich. Hier ist auch nichts. Okay. Na komm, dann öffnen wir mal das Tor mit der 3. Was verbirgt sich hinter Tor 3? Ein Zong vielleicht? Warum kann ich es nicht öffnen? Ah, doch jetzt. Achso. Eins drücken. Jetzt kommt der große Zong. Okay, wenn du es sagst. Hier kommt auch nichts, ne? Das will ich hoffen. So. Oh, das sieht mir hier... Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Und ich höre Schritte, aber ich glaube, das sind ihre, ne? Okay. Da ist ein Tor mit einer 4. Hier ist überall nur Schrott. Oh nein, ab ins Wasser. Ich wünsche mir jetzt gerade wirklich einen Speicherpunkt. Weil ich ja so ein Schisser bin. Ah! Oh, er greift sie an. Oh, shit. Das ist natürlich doof. Mann. Ich spiele ja immer ungern so super lange am Stück, weil ich echt... Angst habe. Alter, lass mich. L? L, wo bist du? Ist hier noch einer? Los, hoch. Kommst du? Komm, Mädchen. Hier geht's noch mal runter. Oh, hier höre ich irgendwas. Was auch immer das ist. Mehr kann ich... Was? Der hat... Boah, daran konnte ich mich nicht erinnern. Der hat begrenztes Inventar. Ah, Moment, wir können ja einfach nachladen. Und dann müsste er auch die Muni nehmen können. Sehr schön. Das wusste ich echt nicht mehr. So, hier ist nichts, also geht's hier unten rein. Warum ist da ein Lichtstrahl? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Mir gefällt übrigens nie was, aber das wisst ihr ja. Mit dieser Waffe kann ich das nicht aufbrechen. Mit dem Stahlrohr so aufhebeln, geht das? Schnell wieder das Messer ausrüsten, da ist nur so ein Rohr. Ach! Was ist hier? Ein Ventil, das irgendein Tor dreht? Ach, es lässt das Wasser ab. Sehr schön.
Hier ist ein Ventil, womit man nichts machen kann. Ich hab wirklich, ich hab überhaupt kein gutes Gefühl. Und hier ist ein Speicherpunkt. Was ist das? Ach, das sind ihre Schritte. Ich, alter Schisser. So, ich speichere jetzt und dann sehen wir uns entweder gleich oder in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.